Hallo, lieber Arnswix, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Videoreihe zum Thema Bodenprobe, Bodenanalyse und jetzt eben noch den Jahresplan. Die Firma Grasshopper hat ja nicht nur mal eine Bodenprobe bei mir gezogen, sondern hat auch eine Analyse durchgeführt und uns erklärt, könnt ihr diesem Video hier sehen, da oben könnt ihr sehen, uns erklärt, was diese Analyse bedeutet. Das wird der Christian gleich nochmal zusammenfassen. Und auf dieser Basis hat jetzt die Firma Grasshopper mit ihren hochinteressanten Düngern einen Jahresplan erstellt, als Vorschlag für mich, für meine Rasenfläche. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Darum geht es heute. Viel Spaß beim Zuschauen. So, hallo Christian. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Echt cool. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Ja, du hast ja schon so hochinteressant die Ergebnisse meiner Bodenprobe erklärt. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was da so die wesentlichen Erkenntnisse waren. Und dann schauen wir uns den Plan an. Ja, alles klar, machen wir. Wie gesagt, wer das Video gesehen hat davor mit der Erklärung der Analyse, der hat ja auch gesehen, dass da wahnsinnig viele verschiedene Farben an Balken zu sehen waren, was auch bestimmt für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend eventuell war. Deshalb will ich jetzt da auch gar nicht so genau darauf eingehen, auf alles, sondern wirklich nur auf die wesentlichen Punkte, die auch wirklich wichtig sind, gerade jetzt halt für dich und deine Analyse. Und da war halt das Magnesium-Kalzium-Verhältnis war minimals verschoben. Also das war, wie gesagt, nicht der Rede wert, aber trotzdem wollen wir da schauen, dass wir das Magnesium gegenüber dem Kalzium leicht anheben. Ja. Dann haben wir gesehen mit dem Phosphor, dass da wahnsinnig viel im Boden noch eingelagert ist, das Ja. durch die kalten Temperaturen halt fest sitzt und nicht pflanzenverfügbar ist. Und da warten wir halt einfach drauf, dass dann die Temperaturen im Frühjahr, Sommer das wieder mobil machen. Und da müssen wir halt dann gucken, dass wir das reduziert halten über die Jahresdüngung. Also wenig Phosphor. Eher wenig Phosphor. Ich meine, ein bisschen Phosphor müssen wir nachliefern, aber dass wir da halt wirklich auf die bodenverfügbaren Reserven setzen. Dann haben wir unten den wahnsinnig hohen Eisen. Eisen, also wahnsinnig hoch. Ich meine, den erhöhten Eisen einfach. Da müssen wir einfach gucken, dass wir Eisen reduziert düngen. Es Ja. ist nicht ganz möglich. Es sind halt einfach Eisen in den Düngern mit drinnen, aber wirklich in niedrigen Prozentsätzen, sodass ich da keine negative Reaktion sehe. Ja. Und dann noch auf das Thema Nitrat bei dir. Da haben wir eine Zahl von 16 Genau. erreicht, was natürlich schon für die Jahreszeit relativ hoch ist. Man sieht es jetzt auch aktuell auf deiner Fläche, dass da Schneeschimmel aktiv ist und sich da ein bisschen breit macht. Das ist dann oft darauf zurückzuführen. Und da schauen wir einfach, dass wir die Aufwandmengen dann im Herbst zur Abschlussdüngung reduzieren und dann lieber das Kali hochnehmen. Ja, und Andreas, wie schaut es aus? Was sind deine Ziele? Was willst du, was erwartest du dir von deiner Fläche? Wo soll es Ja, hingehen? gute Frage. Man sagt immer so einfach, man möchte einen tollen, perfekten Rasen, aber was heißt das eigentlich? Also was ich natürlich schon möchte, ich möchte doch ein bisschen dunklere Gräser haben, also ein bisschen satteres Grün. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte auch weniger düngen, also weniger Stickstoff düngen. Ich möchte so ein bisschen die feineren Gräser fördern, die Festuca, Rupra oder die Agrostis capillaris. Darüber werden wir auch nochmal in einem Video sprechen, über das Thema Gräser, kann man schon mal ankündigen. Das wird auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Ja, und dann möchte ich natürlich immer diesen tollen, diese bürstenartige Optik haben. Diesen wie so ein Mäcki-Haarschnitt geschnittene Rasenfläche. Wann hast du diese Optik dann? Wann ist die dann? Wann trifft die ein bei dir? Nach dem Mähen erst? Oder wie lange dauert es, dass diese Optik kommt? Also ich finde, der Rasen sieht immer besonders cool so einen Tag nach dem Mähen aus. Da sieht er richtig klasse aus. Dann stehen die Gräser schön hoch. Dann sind so auch diese Belastungen vom Mähen so ein bisschen Weg. Hat er sich wieder rausgekommen. aufgestellt, ja. Bisschen aufgestellt ist der Rasen dann wieder. Dann sieht er richtig schick aus. Nee, top. Also wie gesagt, da kann ich nur sagen, denn die Ziele hast, ich denke mal, die können wir mit unserer Düngung erfüllen. Wie gesagt, auch Farbe, Magnesium zum Beispiel bringt da gut Farbe. Da werden Ja. wir auf jeden Fall ein bisschen schauen, dass wir da Magnesium mehr einbringen und gut, feine Gräser fördern wir auch mit den Düngern und
Was ich natürlich letztes Jahr gemacht habe, Christian, ich habe rein organisch gedüngt. Das fanden viele Zuschauer richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Ne? Also umweltfreundlich, umweltbewusst düngen. Ja. Ich weiß, dass ihr eher so einen Mix bevorzugt. Viele andere haben mir das auch schon gesagt. Du wirst nicht rein mit der organischen Düngung klarkommen. Du musst da eine gute Mischung bringen. Ja. Ja, das ist ein bisschen schade, aber da könnt ihr ja auch vielleicht nochmal erklären, warum das nicht anders geht. Also das. Aber lass uns erstmal den Plan anschauen, glaube ich. Wir schauen kurz mal den Plan an und dann können wir genau, kurz ich will dir mal zeigen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich gebe mal hier meinen Bildschirm frei. Und jetzt müssten eigentlich die Zuschauer den Plan sehen. So. Wir haben jetzt hier mal gerechnet, nur zur Erklärung, mit 30 Gramm pro Quadratmeter haben wir jetzt mal jeden Dünger im Plan eingesetzt. Ob, wie das dann in der Praxis verläuft, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Witterung ist. Und da musst du auch ein bisschen ein Feeling dafür entwickeln, ob es mal weniger, muss es mal mehr sein. Okay, also ihr habt jetzt vier verschiedene Dünger hier erstmal ausgewählt für das Jahr. Genau, das ist jetzt so, also das sind jetzt wirklich Dünger, das sind jetzt vier Dünger von aus unserem Programm, die sind eigentlich so durch die Bank alle organisch-mineralisch. Der eine mehr, andere weniger organischen Anteil. Und die Dünger haben wir jetzt wirklich einfach ausgewählt aus dem Grund, weil sie wirklich super anwenderfreundlich sind, ausbringfreundlich und hast keinerlei Verbrennungserscheinungen. Okay. Und es ist halt einfach auch so ein bisschen, kann man sehen, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber es ist schon irgendwo auch ein Probierpaket für dich. Aber wir können ein Probierpaket, das hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist halt einfach so. Ich meine, wir haben so viel Dünger, wer unseren Katalog kennt, der weiß, wie viele Dünger da drin sind. Das sind da wirklich nur ein Bruchteil davon. Ja. Aber das sind einfach Dünger, die funktionieren. Das wissen wir, dass die funktionieren. Ich meine, die werden jetzt natürlich auch auf Golfgrüns eingesetzt. Kann denn auch der normale Rasenbesitzer, also solche Leute wie wir, können die auch diesen Dünger kaufen? Wird es den irgendwann auch in eurem Shop geben? Na klar, die sind jetzt dann im Shop verfügbar. Also wie sie hier stehen, sind alle Dünger bei uns im Shop verfügbar und können bestellt werden. Ah, cool. Der Neromix, mit dem steigen wir ein. Also wie gesagt, das ist, wie es der Name, wie es schon sagt, ein 1238. Wir bringen jetzt hier schon Stickstoff, auch noch in geringer Form eigentlich, aber wir brauchen da auch schon ein bisschen was, um halt schön aus dem Winter rauszukommen. Liefern trotzdem ein bisschen Phosphor nach und haben halt noch 8% Kali. Dann hat er noch ein Eisen mit drin. Ich glaube, 2% sind es und der ist einfach gut von seinen Stickstoffformen her, weil der auch schon bei kalten Jahreszeiten gut funktioniert. Und wenn wir jetzt halt sagen bei dir, ich weiß nicht, wann es losgeht, Ende, Mitte März, dann kommt der Dünger einfach schon gut und kurbelt da die Vegetation oder das Pflanzenwachstum gut an. Und deshalb sind wir jetzt einfach auf den 1238 gegangen, weil der da super durchstartet. Okay, ja, also wie starte ich in die Saison? Ich sage immer auch hier meinen Zuschauern, dass es da zwei Möglichkeiten gibt. Diese Grünland-Temperatursumme, da kann man sich streiten, ob man jetzt 150 Grad oder 200 Grad nimmt. Also Temperatursumme, das ist die Aufsummierung der positiven Durchschnittstagestemperaturen. Ja. Da ist eine kleine Formel zwischen, ist noch ein bisschen komplizierter. Kann man gut nehmen. Gibt es auch für jede Region diese Angaben im Netz. Oder was man auch ganz einfach machen kann, man schaut sich die Natur an, sprich die Forsythie. Und wenn die anfängt zu blühen, dann ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt für die erste Düngung erreicht. Das ist so meine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das sage ich immer. Ja, das ist halt Region von Region zu Region unterschiedlich. Wie gesagt, jetzt bei mir da in Mittelfranken, da hat letztes Jahr, wo es die Jahre davor schon losgegangen ist, noch tiefsten Winter mit Schnee gehabt. Da muss man halt einfach gucken und ganz ehrlich, also Bodentemperatur ist auch so ein Thema. Ja. Dass man da halt auch schon ein bisschen drauf achtet. Ich meine, den Dünger kann man schon ein bisschen davor bringen. Wenn der drauf liegt, dann liegt er halt drauf und wenn es dann los. Was empfiehlst du für eine Bodentemperatur? Wann ist der richtige Zeitpunkt erreicht? Zum Dünger geben kann die Temperatur auch unter 10 Grad sein. Das macht nichts, weil wenn der Dünger dann liegt und die Pflanze ist dann bereit und fängt an zu wachsen, dann holt sie sich den Dünger, der liegt. Also 10 Grad Bodentemperatur muss erreicht sein, dass
eine mechanische Maßnahme fahren kann, sonst haben die Pflanzen überhaupt kein Leben drin. Also ja, genau. Das heißt, die Pflanze muss, muss gut wachsen, um auch schnell die Schäden genau. wieder zu schließen. Und das ist halt dann auch wieder so ein Thema. Ich habe so schon viel gehört und höre auch viel draußen. Dann, ja, jetzt muss ich erstmal gescheit vertikutieren und dann das richtig kracht und danach wird gedüngt. Das ist genau kontraproduktiv. Ich muss natürlich erst die Düngung machen, dass ich der Pflanze Futter gebe. Wenn die dann gestärkt ist, dann kann ich mit einer mechanischen Maßnahme kommen. Das ist das Gleiche, wenn ich aus dem Winterschlaf komme und soll dann einen Boxkampf machen und habe davor nichts zu essen gekriegt, dann kippe ich auch um wie eine Fliege. Und das Gleiche ist das Gras. Also das muss wirklich gestärkt sein und gut vorernährt sein, um dann auch mechanische Maßnahmen aus- oder standzuhalten. Und das andere ist, wenn die Bodentemperatur zu niedrig ist, dann habe ich natürlich nach einem Eingriff keine schnelle Renovation. Dauert ja. Ewigkeiten, bis die Fläche wieder zusammenwächst. Was kommt dann gleich wieder? Die Poa Annua steht schon da, die wartet schon, dass sie da irgendwo aussamen kann und freut sich. Und deshalb ist es halt wirklich wichtig, man hat Bodentemperatur, dann geht es halt viel, viel schneller. Ja, Christian, gut, dann lass uns da nicht ganz so tief in die Dünge einsteigen. Aber vielleicht nochmal so die wesentlichen Vorteile dieser vier Dünger oder drei, vier Dünger mal erklären. Also das sind alles organisch-mineralische Dünger durch die Bank. Der Nero, der 12.38 hat jetzt zum Beispiel 45% Organik. Oh ja. Und der 909 hat, glaube ich, 36% Organik. Also die sind auf jeden Fall alle gut mit Organik versorgt. Ja. Bei den Sea-Chi und Sea-Nymph-Düngern, also die kommen beide mit Meeresalgen. Ist das dieses Sea-Nymph? Was ist das? Ist das die Meeresalge? Oder? Sea-Nymph ist praktisch unser Partner aus Irland. Also ach so, das ist der Name der Firma. Der Sea-Nymph ist praktisch der Name der Firma aus Irland und die sind praktisch unsere Partner. Einer unserer Partner in Sachen Dünger und diese Sea-Nymph-Dünger sind immer angereichert mit dieser Ascophyllum nodosum-Alge. Ach so. Sprich, da ist ja dieses Ascophyllum nodosum, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Thema, wo man noch ein bisschen näher drauf eingehen kann, aber diese Alge wirkt einfach pflanzenstärkend. Ja. Und der Sea-Chi-Dünger ist zum Beispiel, der ist jetzt besprüht mit dieser Alge. Okay. Also da wird praktisch das Granulat, bevor das läuft über das Band und wird mit diesem Superkonzentrat, heißt es von uns, das ist praktisch das Meeresalgenkonzentrat, das man dann auch flüssig spritzen kann. Vielleicht machst du das ja irgendwann mal. Ja, nochmal so eine Idee, ja. Dass man da das macht. Und der Sea-Nymph-Ixel-Dünger, der 528, der hat jetzt noch zwei andere Besonderheiten drin. Der hat einmal Mykorrhiza noch mit drin. Aha. Ist ja auch so ein Thema. Und ja. Eine Wetting Agent hat er sogar mit drinnen. Und er ist jetzt in dem Fall nicht besprüht, sondern er hat das Granulat mit drin. Der Sea-Nymph-Ixel ist eine Alternative. Also genau. Eigentlich sind es nur drei Dünger. Eigentlich sind es nur drei Dünger. Also, und was mir auffällt, wo du das so erzählst, was diese Dünger alles haben und können, die sind schon echt ziemlich cool designt, finde ich. Also das ist jetzt nicht so ein ganz einfach zusammengemixter Dünger aus Stickstoff und Kalium oder Phosphor noch dabei, sondern die haben schon echt spezielle Aufbereitungen, spezielle Inhaltsstoffe, um eben tatsächlich das krass optimal zu versorgen. Also sowas habe ich jetzt, ich kenne jetzt auch nicht alles, aber so auch noch nicht gehört, dass es da solche speziell angepassten Dünger gibt. Wahrscheinlich ist das für euch ganz normal, aber für uns so Laien ist das echt schon ziemlich cool, finde ich. Nee, also wie gesagt, das sind auch schon richtig jetzt gerade so ein Ixel-Dünger, das sind schon wirklich High-Premium-Dünger, ne? Also das ist schon so. Ja, kosten die schon, auch viel. Sind auch nicht ganz günstig, aber wenn man die Dünger versteht und weiß, wann man sie einsetzen muss oder kann, dann und diesen Effekt dann einfach spürt, ist es wirklich das Geld wert. Ja, es ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen was. Ne? Wenn man es natürlich jetzt vergleicht mit irgendwelchen anderen organisch-mineralischen Düngern, aber die sind schon sehr speziell und halt wirklich aus dem Profibereich. Ne? Also, das ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber ich sag mal, für uns Rasenfreaks, die eben auch so viel Zeit und Geld in die Rasenfläche stecken. Ich sag mal, die finden das, glaube ich, auch ganz cool, dann auch natürlich einen entsprechend hochwertigen Dünger einzusetzen. Also klar, das kostet Geld. Das ist für mich immer das Stichwort Hobby.
Für mein Hobby gebe ich gerne Geld aus. Das darf so ein bisschen teurer sein. Wenn natürlich auch am Ende natürlich Resultat muss stimmen. Das Resultat passt. Ne? Ja, genau. Jetzt muss jeder Okay. selber ein bisschen wissen, was er für einen Aufwand betreiben will. Funktionieren tun die Dünger alle gut. Aber Okay. das ist natürlich auch ja, eine Frage des Geldbeutels dann, ne? Ist klar. Klar. Gut, klar, im Und Herbst ein kaliumbetonter Dünger, das ist klar. genau. Dass wir nochmal hier Und jetzt, das denn ist auch ein ganz ähnlicher Dünger, wahrscheinlich ein bisschen anders zusammengestellt. genau. Also das ist der gleiche Brand eigentlich wie der 1238, nur dass er halt 4012 ist. Und das wollen wir ja bei dir, dass wir dann einfach sagen, okay, jetzt fahren wir da richtig Stickstoff runter, dass wir halt auch irgendwo Schneeschimmelbefall reduzieren. Wahrscheinlich wird es immer mal ein bisschen Schneeschimmel haben in der Fläche, aber dass man halt Wahrscheinlich, ja. einfach gucken kann. Und wenn man da eine Bodenprobe wieder macht, dann, dass man dann auch sieht, dass man von diesen 16 Nitrat runterkommt. Ne? Und, Okay, ja, und da ja, muss man halt ran. schauen wir mal auf die Gesamtbilanz, auf die Nährstoffe, die wir dann pro Jahr oder über das Jahr auf die Fläche bringen. Also ein Gramm pro Quadratmeter sind das die ganzen Angaben hier, also die ganzen Nährstoffe nochmal: Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Eisen, Schwefel, Schwefel, Calcium, Calcium und Magnesium. Mangan. Das ist Mangan, ne? Das ist nicht Mangan. Magnesium. Quatsch, Magnesium ist hier hier vorne. da vorne ist Genau, Magnesium. Ja, Mangan. Ja, das genau. Mangan ist ja, wie gesagt, das haben wir in der Analyse auch schon besprochen, ne? Ja, das, Genau, genau. das könnte man dann flüssig irgendwie nachliefern. Wenn es denn sein Genau. muss. Ja, 16,5, Christian. Ja. Ja, ist ja noch ein bisschen Stickstoff, aber schon reduziert. Das passt schon ganz gut zu meinem letzten Jahr, wo ich natürlich nur organisch gedüngt habe und nicht so gleichmäßig. Ja. Das haben wir noch nicht erwähnt. Also das sind ja 6 Gaben übers Jahr. Das finde ich schon sehr interessant. Das sage ich mittlerweile auch jedem, dass man eben öfters düngen sollte mit etwas geringerer Menge. Also das Spoonfeeding heißt es genau, dass man einfach da ein bisschen das besser Wie unter heißt Kontrolle das? hat. Spoonfeeding, also Löffelfütterung. In Spoonfeeding Spoonfeeling, ist es halt so ein bisschen der okay. Profi-Ausdruck für Das muss ich mir diese gleich mal Sache. aufschreiben hier. Das heißt Spoonfeeling. Spoonfeeding, also manchmal ist weniger mehr, dass man da halt einfach, ja, ich meine, Feeding. nachdüngen kann ich immer, Andreas, ne? Und wenn ich einmal halt da zu viel hingeknallt habe, dann geht's halt los, weil die Dünger holst du nicht mehr raus. Und wenn ich sage, okay, das waren jetzt halt, du musst dir da ein bisschen rantasten. Und dann kannst du einmal Ja. sagen, okay, ich gebe mal nur 20 Gramm, mal schauen, vielleicht reicht's ja, ne? Und, Also das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Eben zu viel ist nie gut. Also lieber ein bisschen weniger und dann nochmal ein bisschen nachdüngen. genau, weil, Ja. und nachgedüngt hast du gleich. Und das ist halt auch das Thema, was du gesagt hast, ist mit organischer, also 100% organischer Düngung, die kann ich halt einfach nicht so gut steuern, wie wenn ich halt mineralisch mit dabei habe. Und jetzt habe ich halt beides, mineralisch und organisch. Das Mineralische kann ich halt besser steuern und das Organische, das kommt dann halt, wenn die Bedingungen passen. Genau, das Eisen haben wir relativ reduziert. Magnesium haben wir gesagt, müssen wir ein bisschen erhöhen. Ja, Ne? ist jetzt, ich meine, ist jetzt nicht gewaltig, aber ist Nein. okay. Genau, und dann haben wir noch den Phosphor schön gering gehalten. Ja. Kali ist gut hoch, das ist auch in Ordnung, dass wir da einfach einen guten Zelldruck erhalten und die Pflanze halt gut stärken, auch gerade im Sommer. Ne? Okay, sehr gut. Genau. Ne, also wie gesagt, Okay, soweit Christian, schaut es gut cool. aus. Ja, cool. Ja, das wäre damit also erstmal soweit abgeschlossen, das Thema. So starten wir im März. Und dann bin ich mal gespannt. Und die Ich Zuschauer auch, werden ja. es erleben, hoffe ich, wenn sie dabei bleiben. Das Okay, auch. Christian. Ja, vielen Dank. Das war es soweit Bitte. mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Rasenfreaks. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis denn. Danke, Christian. Jo, danke, Andreas. Tschüss. Mach's gut. Ciao.